Mir nun zugeschaltet der ehemalige Radprofi Marcel Wüst. Guten Morgen, Herr Wüst. Sagen Sie mir, was geht in Ihnen vor, wenn Sie diese Bilder sehen? Naja, mir ist ja vor 20 Jahren Ähnliches widerfahren, auch in die Absperrgitter geknallt bei einem Rennen. Ja, das zeigt mir vor allen Dingen, dass es bei uns im Profisport auch sehr schnell immer vorbei sein kann und dass die Gefahr immer mitfährt, dass man da eventuell auch was gegen tun könnte. Das ist auch ganz klar und da ist sich auch schon laute Stimmen gemeldet, dass es ja vielleicht mal an der Zeit wäre, auch vom Weltverband und von Veranstaltern einige Dinge nochmal nachhaltig zu ändern. Sie haben es gerade erwähnt, Sie mussten nach Ihrem Unfall Ihre Karriere beenden. Natürlich weiß jeder, der Radsport ist ein Extremsport und ist gefährlich. Aber was könnte man tun, um die Fahrer doch noch sicherer zu machen, um ihnen die Angst vielleicht etwas zu nehmen? Ja, ich glaube, Angst hat man sowieso nicht. Die wird dann so ein bisschen nach hinten gedrängt. Aber wenn man hier auch auf den Bildern sieht, wie niedrig diese Absperrgitter sind, dass der Fabio da drüber fliegen kann, das ist eigentlich ein Unding. Natürlich hat Grunewegen die Fahnenlinie verlassen und dadurch den Sturz erst provoziert. Aber grundsätzlich sind wir beispielsweise beim Giro d'Italia in den 90er Jahren schon im Finale, im absoluten Finale, 500 Meter vor dem Ziel, da waren die Absperrgitter deutlich höher, deutlich solider. Und wenn die dann mit Plexiglas belegt wären, dann wäre das so ein bisschen wie eine Leitplanke. Aber ich glaube, die Schwere des Unfalls liegt vor allen Dingen daran, dass diese Absperrgitter auseinandergeflogen sind, dann auch in das Fahrerfeld hinein. Das wäre der erste Punkt. Und dann muss man natürlich auch darüber nachdenken, ist so eine Bergab-Sprintankunft überhaupt sinnvoll? Sprich, 70, 80 Stundenkilometer da zu erreichen, das ist wohl schon seit einigen Jahren so bei der Polenrundfahrt, müsste man vielleicht auch die Veranstalter in die Pflicht nehmen, die Strecken minimal anzupassen. Na, und dann vielleicht auch Menschen, die die Fahrtlinie verlassen, sprich Sportler, der an der Mittellinie anfängt zu sprinten und dann so nach rechts rüberfährt, weil da jemand kommt, die im Reglement schon ganz klar als zurücksetzbar, sprich wenn sie die Etappe gewinnen, werden sie dann trotzdem nicht gewonnen haben. Das sind so die drei Sachen, die man jetzt im Augenblick vielleicht anvisieren könnte. Und was man auch anvisieren kann, ist natürlich dem Fabio alles Gute zu wünschen und den Grunewegen, den man jetzt hier sieht, natürlich hat er einen Fehler gemacht, aber das ist vielleicht auch das Ende seiner Karriere wie er vielleicht nie mehr zur alter Leistung zurückkommt, wie viele andere auch. Also es ist schon auch psychologisch für alle Beteiligten ein ganz schweres Ding. Vielen Dank, Marcel Wüst, für Ihre Einschätzung. Dankeschön.